Es war von Anfang an die Idee, die größtmöglichste Freiheit zu schaffen, die ihre Kunst verlangt. Es ist eine faszinierende Erfahrung, in diese Farbwelt einzutauchen. Und es wird ein Gemälde, in dem man sich bewegt, in dem man immer wieder was Neues entdeckt. Die Malerei von Katharina Grosse, insbesondere die ortsbezogenen Malereien von Katharina Grosse, haben ihre große Kraft auch deshalb, weil sie für einen ganz bestimmten Ort und einen bestimmten Moment gedacht und auch entwickelt wurden. Und sie sind auch nur für eine bestimmte Zeit zu erleben. Der richtige Ort und die richtige Zeit. Und die muss man, glaube ich, abwarten und dann zur rechten Zeit die Entscheidungen treffen. Die Arbeiten, die ich mache, die vor Ort sind, müssen dieses Gegenwärtige ganz, ganz stark wie zuspitzen. Weil die Arbeit die Präsenz als einen der wichtigsten Motoren hat für die Malerei. Also dieses Gegenüber oder in etwas sein, was in diesem Moment aus so vielen Elementen besteht, die sich nur so zusammengefügt haben. Irgendwie ist es ja so, dass das Museum gesprengt wird und die Malerei sozusagen das ganze Museum von innen und außen bespielt. Das ist ja ein Wahnsinn. Wie setzt man sowas um? Also wir sind zum ersten Mal mit einem künstlerischen Projekt wirklich aus der Haupthalle raus, auch in den Außenraum. Und ich mag sehr gerne die Formulierung von Katharina zu dem ganzen Malvorgang. Sie sagt, ich male mich aus dem Gebäude heraus. Und das ist das, was wir jetzt tatsächlich auch in den letzten Wochen hier erlebt haben. Schicht um Schicht, jeden Tag hat sie wieder von vorne begonnen und ihre Malerei Schicht für Schicht aufgetragen und zunächst im Innenraum und dann ist sie hier raus in den Außenraum, durch den wir uns jetzt durchbewegen. Und das war dann doch die größte Herausforderung, auch das Projekt hier in den Außenraum zu ziehen. Sie hat keinen Anfang und kein Ende, zwar ein räumliches, aber gedanklich könnte ich mir das jetzt vorstellen, ganz Berlin, zumindest ganz Berlin. Also denkbar wäre es. Ne? Also wenn du hier drin stehst, schüttet wirklich diesen Farbtopf drüber und das würde ja eine Stadt, ein Land, eine Welt völlig verändern. Ja, ich glaube, dass das eine elementare Sache ist, die mich auch immer wieder so beschäftigt, wenn ich durch die Stadt gehe, dass da so ein Mangel an Poesie oder Bereitschaft, dieses Aufbrechen von anderen Möglichkeiten zu zelebrieren. Aber das ist, was du jetzt gerade ansprichst, etwas, ich empfinde ja auch, dass kulturelle Institutionen zunehmend an kreativer Freiheit verlieren, weil Gedanken brauchen viel, viel größere Räume. Ja, Gedanken haben natürlich die Fähigkeit, einen Raum so weit auszudehnen, wie es nur irgendwie geht. Und ich finde das Interessante dann so beim Malen, dass die Malerei, die kann so wie die kürzeste Übersetzung von einem Gedanken auf irgendwas Visuelles sein. Ich kann ja mit der Hand irgendwas Kleines machen oder sowas und sofort, bumm, habe ich meine flüchtigen Reste des Denkens sichtbar gemacht. Und mich interessiert unheimlich, wie dieses ganz intime kleine Kritzeln in der Öffentlichkeit plötzlich so ganz ungehindert groß werden kann. Das Ganze muss man eigentlich unter Denkmalschutz stellen, ja? Das Ergebnis ist fantastisch und was für uns so spannend daran ist, einfach, dass es so Projekte gibt, die einfach Innovation und Mut benötigen. Und ich bin sehr, sehr stolz und froh, dass wir hier da dabei sein können.